Hallo. Ja, ich rede mal über Coaching. Coaching ist so wichtig. Wir brauchen gute Coaches. Wir brauchen Coaches, die uns nicht ködern in unserem Mangel. Wir brauchen gute Coaches, die nicht über Schmerzen und über Lügen verkaufen, sondern wir brauchen Coaches, die wirklich 100% wissen, dass wir alle Divine Design sind. Wir brauchen Coaches, die nicht glauben, sie müssen irgendetwas darstellen, irgendetwas beweisen, um andere in ihr Divine Design zu ermächtigen. Wir brauchen Coaches, die das Prinzip verstanden haben. Und ich bin so glücklich, dass hier in dieser Gruppe, deswegen dieses Video hier in der Gruppe, ganz, ganz viele sind, die auf dem Weg dahin sind, die sich wirklich, wirklich erstmal um sich selber kümmern, bevor sie sich darum kümmern, irgendwie krass Geld zu verdienen, krass Kunden zu kriegen, krass Umsätze zu machen und krass dahin zu kommen, wo andere Coaches scheinbar schon sind und wie viel Kohle die verdient haben. Und ich kann euch nur eins sagen: Dieses Blender-Marketing lügt nie. Dieses Blender-Marketing lügt nie, weil ich kann nicht fake it until I make it. Die Energie ist immer fake. Bis ich weiß, hier geht es nicht um mich. Bis ich weiß, hallo ihr Lieben, bis ich weiß, hier geht es nicht um mich, um mich darzustellen. Ich mache nicht Marketing und die Leute kaufen auch nicht mich. Und ich will auch keine Fans haben und ich will auch keine Abhängigen haben, sondern ich will Menschen, die lernen zu wissen, wer sie sind und das zu verkörpern. Sei es im Privaten, in der Liebe, in der Beziehung und als Eltern und eben auch als Coach, als im Business. Das ist meine Devise. Und ich sage euch, es ist so wichtig, dass ihr euch ermächtigt. Und ich bin so glücklich, dass in Rising Up jetzt dieser Prozess stattfindet. Dieser Prozess der wahrhaftigen Ermächtigung. Und es ist so crazy. Ich bin ja schon so lange in dieser Coaching-Szene und ich möchte euch jetzt mal was erzählen. Es gibt einen Coach, eine Lady, und auf die bin ich mal vor ein paar Jahren gestoßen und ich habe mir gedacht, hey Frau, was machst du? Das glaube ich dir alles von vorne bis hinten nicht, was du machst. Das geht in die Hosen, es geht sowas von in die Hosen. Und die hat große Worte geschwungen, die hat groß erzählt und gestern habe ich ein E-Mail von ihr bekommen, weil ich irgendwie noch auf ihrer E-Mail-Liste bin. Und das hat mir wieder gezeigt, ich weiß, wer die Leute sind, wenn sie mir gegenüberstehen. Ich weiß, was sie denken, ich weiß, was sie glauben über sich und über die Welt und wie die Welt funktioniert. Und ich lese euch jetzt mal dieses E-Mail vor, weil ich finde es so spannend. Sie schreibt: Ich bin abgetaucht, 2022 im Sommer, und ich erzähle dir nun exklusiv, weshalb. Ich war am Ende. Emotional und gleichzeitig auch physisch krank, was nur wenige Menschen wussten. Ich wusste es, weil wenn ich jemanden sehe, weiß ich, was er denkt. Dann weiß ich natürlich auch, was das emotional mit jemandem macht, wenn er solche Sachen denkt. Und dass es natürlich physische Auswirkungen hat. Deswegen werden Leute krank. Deswegen wurde auch ich krank. Ich will mich da nicht ausnehmen. Deswegen habe ich ja auch diesen ganzen Weg gegangen und diese Expertise. Und es ist wirklich so, bis man es merkt. Dann schreibt sie weiter: 2020 bis 2022 im Frühling sind Dinge passiert, die mich kalt getroffen haben. Ich bin mit meinem Online-Business große Risikos eingegangen. Ich wurde von Menschen, denen ich mein Leben anvertraut habe, tief, tief, tief verletzt und habe immer versucht, die Fassung zu wahren. Genau. Menschen vertraut, mir selber nicht vertraut, gemeint, andere wissen es besser. Andere, die mir sagen, wie ich zu sein habe. Andere, die mir sagen, was ich zu tun habe. Andere.
die mir sagen, ich habe es geschafft. Andere, die mir sagen, schau mal, wie viel Kohle ich verdiene. Schau mal, ich bin innerhalb von 9 Monaten Millionär geworden. Schau mal, schau mal, schau mal. Das musst du machen, da musst du investieren, so musst du gehen, so musst du tun. Diese ganze Narrativ, ja, das ist manipulativ. Das ist Mangel- und Schmerzmarketing. Das ist nicht ethisch, wenn wir von Ethik oder Integrität sprechen wollen. Dann ist sie verletzt worden, weil sie enttäuscht worden ist, weil sie Scheiße geglaubt hat. Aber warum glaube ich Scheiße? Weil ich Scheiße über mich selber glaube. Weil ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Weil ich glaube, dass andere besser sind. Weil ich mir selber nicht vertraue. Und dann lasse ich mich manipulieren. Das passiert im Human Design, im Ego Design, im Mangel Design, in der Mangelwelt geht es immer so. Dann werden Leute ausgebrannt, die werden einfach vor Karren gespannt. Sei es im Coaching Business, sei es in der Musik, sei es wo auch immer. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, werde ich von anderen vor den Karren gespannt. Und die meinen es nicht mal böse, die glauben tatsächlich, dass es so funktioniert. Weil ich lasse es ja auch mit mir machen. Dann schreibt sie weiter, durch all die Verletzungen hat sich mein Umgang mit Menschen verändert. Ich wurde ungeduldig, kritisierend, urteilend und selbstverletzend. Nein, das warst du eben schon vorher, aber nicht zu anderen, aber zu dir selber. Zu dir selber. Du warst ungeduldig, kritisierend, urteilend und selbstverletzend. Du hast dich selber verletzt, du hast dich beurteilt, verurteilt, kritisiert. Du warst nicht gut genug für dich. Deswegen bist du auch auf diesen Zug aufgesprungen, wo andere dich verletzt haben. Das waren nie die anderen. Es war dein Spiegel, es war deine Reflexion, es war deine Einstellung über dich selber, die dich dazu gebracht hat, dich mit Leuten einzulassen, die sich eben dir gegenüber genauso verhalten. Dann schreibt sie, dafür bitte ich von Herzen um Entschuldigung, das hat mich so lange belastet und ich bin froh, spreche ich nun darüber. Parallel fanden Untersuchungen statt über Krebs. Ja, fuck, weil ich dann wirklich glaube, ich bin verkrebst. Dieses ganze Unheil, das in meinem Kopf, in meiner Vorstellung über mich entstanden ist, das verkrebst mich. Ich kriege auch noch Angst, dass ich krank bin. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe Symptome. Überall sehe ich Bedrohung. Leider. Es funktioniert immer so. Und ich sage euch das hier nur als Beispiel, dass ihr erkennt. Auch nochmal, es ist ein Prinzip, egal was Leute dir zeigen, was Leute, wie viel Geld sie verdienen, was für einen Lebensstil haben, was sie ein Auto haben und so weiter und so fort. Wenn das Innere nicht Divine Design ist, ist das Äußere auch nicht Divine Design. Also kann ein absolut opulentes Leben Divine Design sein, wenn ich es bin. Aber ein absolutes opulentes Leben kann Mangel Design sein, wenn ich es bin. Ich wusste nicht, wie ich heilen soll, weil ich halt gedacht habe, ich bin unheil, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, an mir stimmt etwas nicht, an mir ist etwas falsch. Diese größte parasitäre Überzeugung, die uns hier eingeimpft wird, um uns auf den Weg in unser Divine Design zu bringen. Es kamen immer noch mehr Verletzungen obendrauf. Logisch, Energie funktioniert nun mal so. Am Ende aus den engsten Reihen. Logisch. Deswegen sind ja auch so viele hier bei mir in meinen Social Medias und hören mir zu, weil sie von den engsten Reihen nicht unterstützt werden oder sogar verarscht oder ausgenützt werden, weil die engsten und die größten, die nächsten Spiegel sind, die mir zeigen, was läuft bei dir, was denkst du über dich. Und deswegen kommen auch so viele wegen SP, wegen Liebeskummer. Weil das immer wieder zeigt, du bist nicht gut genug, du wirst abgelehnt, irgendwas stimmt an dir nicht. Und ob ich abgelehnt werde von einem SP, von einem Liebhaber oder von meinen Kunden oder von meinen Beratern oder von meinen Coaches oder von meinen Mentoren. Es ist dasselbe, das bin immer ich. Ich bin es immer. So,
Also traf ich die Entscheidung, mich voll und ganz auf mich zu konzentrieren und mich aus allem zurückzuziehen. Genau. Aus dem Außen zurückzuziehen. Aber ich muss mich nicht mal aus dem Außen wirklich zurückzuziehen. Ich muss, das ist das, was übrigens die Andrea Wochinger so toll gesagt hat in unserer Aftershow-Party nach ihrem Ultramind. Lerne im wahren Leben. Ziehe dich nicht aus dem wahren Leben zurück. Es geht nicht darum, ein Retreat zu machen. Es geht darum, um dich in dem wahren Leben als die Version, als die Identität von dir zu erfahren, diese Divine Design Identität, die keine Angst mehr vor Ablehnung hat, die keine Angst mehr hat, dass Menschen böse sind, die keine Angst mehr hat, dass irgendetwas schief gehen könnte, sich im wahren Leben zu erfahren. Retreat ist gut, aber ich muss wissen, was das wahre Leben da außen ist, weil ich kann nicht retreaten, ich kann mich nicht zurückziehen vor meinen Spiegeln, vor mir selber. Aber wenn ich das erkenne, dann kann ich das wahre Leben als Informationsgeber, als Spiegel, als Projektionsfläche, als Reflexionsfläche nutzen und dann kann ich ganz super toll mit mir arbeiten, mich innerlich verändern und sehe im Außen die Veränderung immer wieder. Ja? Und dieses Heilen ist eine schnelle Sache, weil du bist Teil. Dieses Heilen braucht nicht große Zeit, das braucht eine Erkenntnis, das braucht einen Switch, das braucht einen Schalter, wo du siehst, scheiße, ich habe hier ein Spiegelbild betrachtet mit der Perspektive, dass es nicht gut genug ist und dass es irgendwas an mir falsch ist. Jetzt switche ich das und ich sehe mein Divine Design endlich in diesem Spiegel. Das war schon immer da. Mein Divine Design, meine Perfektion, alles, meine Erfüllung, war ja schon immer da. Zack. Und dann geht es nur darum, das zu halten, das zu üben. Und das kannst du nicht in einem Retreat stabilisieren, sondern das stabilisierst du in dir. Weil das Außen ist ja nicht das, was dich gefährdet. Die anderen Menschen sind ja nicht die, die dich gefährden, sondern es ist das, was in dir über dich an Überzeugungen, Annahmen, Rückschlüssen brodelt. Die Gefahr ist da drinne. Und die wird nicht gebannt, indem ich mich von außen zurückziehe und abschotte, sondern indem ich das Management lerne, innen, außen, es entsteht hier, es zeigt sich dort. Wenn sich dort was zeigt, dann ändere ich im Innen meine Perspektive, meine Ansicht über mich und die Welt. So funktioniert es. So, die Monate danach verbrachte ich mit Auftanken, dann mit Heilung. Neben den Verletzungen durch das Online-Business, Kunden und Mitarbeiter wurde ich in ein Thema geführt, von welchem ich dachte, ich sei durch. Ja, ich bin nicht gut genug, an mir ist irgendetwas falsch, ich muss besser werden, bla bla bla. Und vor allem dieses Thema, und an dieses Thema ist die gute Dame meines Erachtens noch nicht hingekommen. Ich bin alles, alles, ich bin, alles ist ich. Alles ist eine Reflexion von mir. Wenn ich mein Divine Design erkenne, dann reflektiert sich eine Welt im Divine Design. Das ist dieses Thema, das ist die Basis, die ich brauche, das ist die Foundation. So, danach habe ich selbst versucht, an dieses Thema heranzukommen, ohne Erfolg. Es ist wirklich spannend, bleib dran an diesem Video, weil ich finde, es ist wirklich spannend, was ich dazu zu sagen habe. Dann entschied ich mich, Hilfe zu suchen. Alleine dieser Prozess war schwierig. Ja, weil ich eben so geprellt bin, genau, dann schreibt sie auch, denn wo immer ich um Hilfe gebeten habe, wurde mir die Tür vor der Nase zugemacht. Logisch, weil niemand ist für mich da. Ich bin eine Frau, die abgelehnt wird. Die abgelehnt wird. Wenn ich in diesem Selbstbild, in dieser Identity drin stecke, dann wird mir überall die Türe vor der Nase zugemacht. Sie sagten, dieses Thema ist zu schwierig für mich. Wahrscheinlich ist es dieses Thema, wo es wieder um Missbrauch geht. Da habe ich übrigens in Level Up, glaube ich, haben wir da ganz, ganz viel gelöst im Sinne von, ich vergewaltige mich immer selber. Riesengroßes Thema, dieser Selbstmissbrauch.
Ich zwinge mich, Dinge zu tun, die ich nicht tun möchte. Ich verkaufe mich, ich verrate mich, weil ich tatsächlich glaube, diese Umzuschiene, die ist wahrhaftig und ich muss geben, zahlen, mit Körper, mit Präsenz, mit was weiß ich nicht was, um zu bekommen. Riesengroßer Denkfehler in uns. Ja? Ja, geführt durch Gott bin ich nach langen Wochen fündig geworden und abgetaucht in meinem ganz persönlichen Heilungsprozess. Er ging so tief wie noch nie. Er war nötig, er war göttlich und er war erfolgreich. Danke Gott. Danke Divine Design, du bist immer da. Danke Divine Design, wenn es mir so scheiße geht, dass mir niemand mehr helfen kann im Außen, dann wende ich mich an Gott, an die göttliche Energie, an die göttliche Vorstellung, an den göttlichen Mindset, an den göttlichen Spiegel, an die göttliche Reflexion. Das ist Gott. Ich bin herausgekommen, neu geboren. Das ist das, was passiert, wenn ich die Arbeit mache. Wenn ich die Arbeit richtig mache, dann bin ich neu geboren, weil mein altes Ich ist Human Design, Mangel Design, Ego Design, Bullshit Design. Das kann sterben. Diese ganze Geschichte, wo ich herkomme, diese ganze Geschichte über meine über die Welt, dass sie tatsächlich Materie ist und nicht Energie. Ich bin so neu, dass alles anders war. Alles, was ich vorher gemacht habe und wie ich es gemacht habe, hat nicht mehr funktioniert. Es hat nie funktioniert. Am meisten habe ich das bemerkt in Beziehungen. Genau. Deswegen kommen auch alle Frauen, die eigentlich Erfolg im Leben haben wollen, über den Frust in Beziehungen zu mir. Weil sie denken, es geht darum, dass ich die Anerkennung von einem Partner, von einem Liebhaber bekomme, bis ich bemerke, dass der Liebhaber und der Partner, nach dem ich mich sehne, dass ich das bin. Ich konnte nichts mehr anfangen mit Menschen, die unverletzlich und erleuchtet erschienen. Starke Fassaden haben mich abgestoßen. Ja, was heißt das? Und gleichzeitig war ich verloren, weil ich nicht wusste, wie man ohne Fassaden in der Welt überlebt. Fassaden. Das sind meine eigenen Fassaden, das ist mein eigenes Fake, das sind meine eigenen Vorstellungen, das sind meine eigenen Ansichten, das sind meine eigenen Rückschlüsse. Das ist mein eigenes, es ist so, ich muss so und um zu, die Bum zu. Das macht diese Fassaden. Weil diese Fassaden, diese Rückschlüsse, diese Ansichten, die sagen mir immer, wenn du so bist, wie du bist, dann bist du nicht gut genug. Wenn du das willst, was du willst, ist es nicht gut genug. Wenn du das so machst, wie du es machen willst, ist es nicht gut genug. Das sind alles Fassaden, weil das ist Blödsinn im Kopf. Dieser Blödsinn, der weiß nicht, wie Energie funktioniert. Der weiß nicht, wie ich Energie bin und das Außen aus meiner Energie entstanden ist. Und dann kann ich das alles loslassen. Weil ich weiß, ich habe es nur mit mir zu tun, mit meinen eigenen Kreationen, mit meinen eigenen Ansichten. Dann kann ich das wirklich loslassen. Dann schreibt sie, das ist auch interessant. Parallel habe ich einen zweiten Lehrer in mein Leben gezogen. Er war ein richtiger Urmann, fest verwurzelt in seiner Männlichkeit, unerschütterlich, emotional stabil, zentriert und bereit, mich auszubilden. Er nahm mich unter seine Fittige und korrigierte mich, führte mich, forderte von mir, maskenlos zu sein. Er ließ nicht locker. Ein Urmann. Also ich würde sagen, wenn ich wieder einen Guru außerhalb von mir beauftrage, dann bin ich noch nicht ganz durch. Wenn ich immer noch glaube, dass irgendeiner da draußen meine Unerschütterlichkeit, meine emotionale Stabilität mir geben kann, darum läuft es nicht. Ich bilde es in mir. Ich habe die Foundation. Und dann sehe ich es im Außen. So.
Bis ich so weit war, maskenlos zu überleben, ja sogar noch viel besser, maskenlos mit Stolz und Leichtigkeit zu verkörpern, eine Frau zu sein, mit offenem Herzen verletzlich und das gegenüber allen. Dieses Verletzlich-Ding möchte ich auch noch mal kurz ansprechen. Was heißt schon verletzlich? Wer soll mich denn verletzen, außer ich mich selber? Warum, vor wem will ich mich denn schützen, außer vor mir selber? Wessen Masken trage ich denn außer meine eigenen? All das zu einem Thema zu machen, Verletzlichkeit und Masken und so weiter und so fort. Wenn du im Divine Design bist, ist das überhaupt kein Thema. Wenn du weißt, dass du göttliches Design bist und wenn du weißt, was es außen ist, deine Reflexion, ist es alles kein Thema. Wenn du jemand bist, der sich genau mit diesen Sachen noch beschäftigt, wie kann ich maskenlos sein, wie kann ich verletzlich sein und so weiter, dann weißt du immer noch nicht, wer du bist. Ja, und das ist genau das, was ich zu diesem E-Mail sagen möchte. Und zu dem Weg. Der Weg ist scheißegal. Die Erkenntnis ist wichtig. Wer du bist, wie du wirkst, wie das alles funktioniert, wie das in deinem Kopf stattfindet. Das ist wichtig und dass du diese Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Self-Leadership für dich annimmst. Weil sonst kommt wieder was von außen, wenn du da nicht angekommen bist, wenn du da nicht fest in dir selber verankert bist, sondern immer noch meinst, du musst dich in irgendetwas im Außen verankern und irgendetwas im Außen ist außerhalb von dir, dann willst du wieder und wieder in so eine Spirale zurückkommen. Dann ist es wieder eine Lebenssituation, dann ist es wieder ein Mensch, dem du erlaubst, stärker, größer und höher zu sein und sich von dir zu entfernen. Und ich hatte da letzte übrigens ein Coaching und ich will euch das alles mitgeben, dass es bei euch immer wieder kling, 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 kling macht, dass ihr euch wirklich nur noch auf euer Divine Design fokussiert. Und ich hatte da letzten Coaching auch mit einer Coachin, ein Coaching mit einer Coachin. Und genau ihr Problem war es, sie wollte coachen, wie eine Frau die Königin ist, wie eine Frau Liebe zulassen kann. Liebe zulassen kann. Und sie hatte auch noch die Vorstellung, dass diese Königin, die eine Frau anstrebt zu sein, ein Wesen außerhalb von selbst ist, außerhalb von ihr, ein Wesen, das sie quasi erlangen muss. Und dieses Denken immer wieder eine Idee, eine Vorstellung auf einen Podest zu stellen und mich dann zu erniedrigen und mir klarzumachen, ich muss das erklimmen, diesen Seinszustand, trennt mich immer wieder von dem, was ich wahrhaftig bin. Indem ich mir Königinbilder, Götterbilder außerhalb von mir hinstelle, sie auf ein Podest stelle und sage, das bin ich noch nicht. Und 100.000 Beweise dann finde, dass ich es nicht bin. Ich bin es nicht, weil ich glaube, es ist außerhalb und es ist besser als ich. Anstatt, dass ich weiß, dass es in mir schon drin ist und dass ich diesen ganzen Kram, der mir genau erzählt, dass eine Göttin, eine Königin, jemand, der Liebe empfangen kann, außerhalb von mir ist. Wenn ich nicht erkenne, dass die Liebe in mir ist, und dass ich gar keine Liebe empfangen muss, sondern dass ich Liebe leben muss. Und dass diese ganze Sache mit Liebe kommt zu mir, Liebe und Anerkennung kommt zu mir, schon der Fehler per se ist. Weil ich mich immer wieder trenne. Das ist Trennung, das sind diese trennenden Gedanken, das sind diese trennenden Vorstellungen, die Erfolg verhindern, die auch den Erfolg dieser Coaching verhindert, obwohl sie weiß, dass sie hilfreich ist.
Aber solange sie selber noch in dieser Trennung ist, wird sie nie hundertprozentig integer und hinter sich stehen können, weil sie immer wieder ihre eigene Trennung wahrnimmt und sich dann als Imposter, als Hochstapler oder als jemanden verkauft, von dem sie noch nicht mal glaubt, dass sie selber ist. Und das ist dieser Teufelskreis. Und das bringt die Leute dazu, wahnsinnig viel Geld zu verlochen, weil sie meinen, es ist ein Guru außerhalb von ihnen. Und ich kann dir nur sagen, finde den Guru in dir und lass dir von jemandem helfen, diesen Guru in dir zu finden. Und lass dich nicht von jemandem blenden, der dir sagt, ich habe es geschafft, ich bin super, ich bin dein Guru. Nein. Inspiration. Muße, um das in mir zu aktivieren, weil ich weiß, die Muße, die Inspiration da draußen bin ja ich. Und dann kommst du in deine Power, da kommt die Power her, die dir alles bringt, was du möchtest, Erfolg, Liebe, Geld, Freiheit, Leichtigkeit, Gesundheit, Schönheit, Vitalität. Da ist das. Und nicht da drin. In diesem Sinne, dieses Live werde ich oben anheften, weil es ist genau das, was du wissen musst, warum du hierher gekommen bist in diese Gruppe. Ich kreiere mir ein Love-Making Live, so wie es mir gefällt. Also meine Liebe, bis ganz bald. Ciao, ciao.